Vielleicht könntest du noch mal so einen kleinen Überblick geben, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, was aus deiner Sicht, aus deiner jahrzehntelangen Erfahrung, die weit verbreitetsten oder die giftigsten, die wichtigsten, die relevantesten Toxine sind. Es gibt ja unfassbar viele, könnte man stundenlang darüber sprechen, aber wenn du es runterbrechen müsstest, was auf die meisten Leute zutrifft. Mal so ganz, 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 ganz klein bisschen mir nochmal so vorbereitet. Das sind natürlich, ist der große Rahmen wirklich der Phthalate. Das sind die Weichmacher, weil wir sind eine Generation, die ist mit Tupperware und Plaste groß geworden. Das sind nicht Toxine, sondern das sind mehr so Fremdöstrogene. Mhm. Und die wirken im Organismus wie ein Hormon. Das heißt, die bauen eine Mastopathie, mehr Busen auf bei Männern. Die geben uns Frauen gerade an den Problemzonen Übergewicht. Mhm. Die forcieren, und das ist studienmäßig sicher, hormonaktive Tumoren. Und dazu gehört das Dickdarmkarzinom, das Prostatakarzinom und das Brustkrebs, also Mammakarzinom. Also das ist der große Bereich. Dann sind es ganz viele auch, sag mal schnell, die Toxine im Sinne von Schwermetallen. Das ist das große Thema, wirklich Aluminium durch die Chemtrails. Und wir haben das hier gemessen. Ich bin umgefallen, als ich mein Regenwasser ans Labor Bremen geschickt habe. Nach 2 Tagen Chemtrails habe ich das Wasser aufgefangen. Überdimensional erhöht. Also wir sollten uns diesen Dingen auch wirklich ehrlich widmen und für die Dinge auch Sorge tragen. Das sind natürlich die großen Dinge, die gerade schwer entflammbare Chemikalien, wie in Matratzen, wie in Möbeln, wie in Vorhängen, gerade Kleidungsstücke, die schwer brennen, aber die auch so schweißabweisend sind, sehr viele Sportunterwäsche. Das ist alles hohe Toxizität, wenn das auf uns Menschen direkt auf der Haut ist. Und so sind es natürlich die große Frage der chemischen Medikamente. Ja, also Antibiosen. Anti ist gegen das Leben. Das hat einen großen Einfluss auf die Immunität von uns Menschen. Es zerstört wesentliche auch, Mitochondrien, die Zellkraftwerke. Das ist auch ein Mikroorganismus. Nicht nur Antibiosen, auch andere Medikamente wie Pantozol gegen die Magensäure. Damit bin ich nicht mehr stark genug, Parasiten abzuwägen. Aber es hat alles Einfluss und wir ordnen es ein als Toxin, als Gifte. Und wenn man den Beipackzettel liest, dann sieht man Nebenwirkungen. Das sind nicht Nebenwirkungen, das sind die Wirkungen dieses Medikaments, die dann zu diesem Symptom führen. Und man sollte, wie bei Impfungen, auch bei einem Medikament immer Risiko und Nutzen abwägen. Das ist natürlich das große Thema Elektrosmog, Funkstrahlung. Das sind heute wahre Brandbeschleuniger, dass der Körper im Rahmen seiner eigenen Autonomie nicht mehr regulieren kann. Er kann da nicht mehr agieren, wo er jetzt in der Lage sein muss. Das sind Dinge, die wesentlich auch unsere Immunität herunterfahren. Und das ist das ganz, ganz, ganz große Thema Angst und Stress. Weil ich bin heute mit einer großen inneren Ruhe absolut gut in der Lage, vieles vielleicht zu kompensieren. Aber so wie Stress eine Rolle spielt, spannt mein Körper an, es fließt nichts und dann gibt es immer einen permanenten Rückstau. Und diese Dinge sind evolutionär über Jahrmillionen Gesetz in uns, auch der Körper als Naturmedizin oder die Medizin ist eine Naturwissenschaft, bindet sich immer an Regeln und Ordnung und da gibt es keine Ausnahmen, so wie wir Menschen Ausnahmen bei Regeln machen. Und wenn dieser Ablauf dieser biochemischen Prozesse gestört wird, im Großen oder auch im Kleinen, wird es immer eine Disbalance geben und dann braucht Krankheit manchmal nicht
Ja, sie wird dir nicht nach einer Woche oder zwei Wochen oder fünf Wochen ein Signal geben, sondern der Körper antwortet über die Symptome nach oft erst Jahren. Und das ist einfach so die Summation. Da habe ich jetzt noch gar nicht über die Gesundheit der Luft gesprochen. Das ist ein ernstzunehmendes Thema heute. Und vielleicht auch noch gar nicht über die Hochwertigkeit der Belastung des Wassers. Es ist halt die Summation. Pestizide. Ohne Sorge zu machen, ich habe das alles in meinen Händen zu verändern. Ich kaufe ein und kann vielleicht mich mal interessieren, was steht da hinten drauf. Und alles, wofür Werbung gemacht wird, kaufe ich sowieso bitte nicht. Pestizide wie Glyphosat und so weiter, hast du ja vorhin auch schon angedeutet, die zählen natürlich auch noch mit rein. Und sehr wichtig ist halt Herbizide, Pestizide. Ja, und da gibt es ja noch ganz viele Synergieeffekte, die man nie vollends erforschen wird, weil es gibt ja quasi Millionen von Möglichkeiten, weil es so viele chemische Substanzen oder toxische Substanzen gibt. Das heißt, man sollte sich darauf konzentrieren, sich möglichst wenig davon zuzuführen. Ja, und vor allen Dingen, man sollte es dabei belassen, dass man in dieser Zeit lebt, dass diese Belastungen da sind, aber allein schon das, was ich für mich tun kann, wird wesentlich einen Körper entlasten. Und wer meint, er muss ein Piercing tragen und muss eine Tätowierung haben und er muss die Nägel lackieren und die Haarfarbe passt mir auch nicht. Das ist ein Toxindruck, der ist undiskutabel. Und ich kann mich aber, wenn ich jetzt fliege oder wenn ich in ein anderes Land reise, ich kann mich ja den Dingen, die äußerlich um mich herum sind, da kann ich mich nicht entziehen. Und diese Kompensation, sich zu erhalten, die ist deutlich, wird entscheiden, ob ich in 20 oder in 30 Jahren noch ein Mensch bin, der steht da, kraftvoll, denn wir reden immer so viel über Krankheit. Wir sollten darüber reden, was es eigentlich braucht, und das tun wir jetzt, dass ich die Gesundheit stabilisieren und stärken kann. Und da muss ich eigentlich gar nicht für die Gesundheit was tun, sondern ich muss in dieser Zeit erstmal nur achtsam und wachsam sein, dass ich Dinge aus meinem Leben ausschalte, die für Kranksein auch sorgen. Und das fängt schon mit dem Benzotriazol an. Das ist in diesem Spülmittel, wenn ich jetzt hier reinmache, Geschirrspülmaschine, und da ist einfach, packe ich dieses Ding rein. Es ist eine Katastrophe, was es in uns macht, wie wir wieder als Endverbraucher, weil das Wasser geht in die Meere, es haftet sich dann dieser Stoff an das Plastik. Es kommt immer wieder zurück. Ich esse den Fisch und es ist alles so klein. Und wenn ich da anfange, bewusster zu werden in dem, was ich tue mit mir, mit meinem Leben, dann muss das überhaupt nicht Rückschritt sein, sondern es ist einfach nur zurück zu dem, dass das Leben nicht mit jedem Tag sich selbst gegen etwas ankämpfen muss, was es doch zum Leben eigentlich überhaupt nicht braucht. Ja, auf jeden Fall. Und so können wir ja auch mit unseren bewussten Entscheidungen, auch auf den Konsum bezogen, aber auch auf andere Felder, können wir auch dem Planeten wieder sozusagen positiv beeinflussen. Ja, und ich würde auch bei den Kindern beginnen. Ne? Warum müssen Kinder Physik lernen? Warum müssen Kinder Chemie lernen? Warum dürfen die nicht Biochemie lernen, damit sie lernen, was ihr kleiner Körper alles braucht, dass er gesund bleiben darf und was ihn auch krank macht? Dann würden sie besser ins Leben vorbereitet sein, weil das Leben erdrückt sie voll Farben, voll Schönheit, voll wundervollen Dingen. Und wir aber als Erwachsene, wir tricksen diese Kinder ständig aus und machen sie bewusst schon krank, weil wir das geben wir ihnen zu essen. Das legen wir ihnen vor als Bonus, diese Bonbons und so weiter. Und das ist etwas, was mich sehr traurig macht. Also sie haben gar keine Chance mehr, eine gewisse Stabilität sich aufzubauen, wenn nicht Mama und Papa da schon frühzeitig beginnen, die Kinder da ein bisschen von all diesen Dingen zu bewahren. Und das ist nicht mit Verboten zu tun, sondern mit einfach Vorleben, was ist in unserer Familie einfach normal. Mhm.
Ja, das ist also echt ein riesiges Thema. Das werden wir noch in einem anderen Interview besprechen. Das geht ja eigentlich schon vor der Schwangerschaft los, sozusagen nicht nur bei der Frau, auch beim Mann. Und ja, geht dann über die Schwangerschaft weiter. Und auch wenn das Baby auf der Welt ist, dann werden ja schon die ersten medizinischen Maßnahmen empfohlen, gefühlt nach ein paar Tagen in großer Dosis oder Kombination, die dem Ganzen wahrscheinlich auch nicht so zuträglich sind. Vorsichtig formuliert, also ist nur meine persönliche Meinung.